Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Folge Dodo Wars. Es sind wieder ein paar Sekunden vergangen, deswegen ist dummerweise der Kento wieder aufgewacht. Wir haben da echt ein bisschen Pech, was das angeht. Jedes Mal, wenn ich am Ende der Folge was lege, wacht's auf. Und jedes Mal, wenn ich es nicht mache, passiert nichts. Hör doch auf, da einfach was zu legen. Du Witzbold, ne? Da guckt ihr besser noch die letzte Folge nochmal an. Ja. Oh, er liegt doch noch. Oh Gott. Ah, es war der zweite, der nicht mehr lag. Shit, fuck, shit. Hör doch einfach auf, die zu legen. Oh, warte mal. Aber der ist ja schon halb tot. Weißt du was? Ich leg den um, okay? Nein, wir wollten den noch zähmen. Lass den halt leben. Der wird sich ja wohl wieder raggen. Und dann haben wir endlich mal wieder eine Möglichkeit, den T-Rex zu zähmen. Nee, der ist so kaputt. Nein. Doch, der wird sich wieder hochraggen. Okay. Ja gut, wenn du das sagst. Warum höre ich Kampfmusik? Da hat ein Kento mein Ding, mein Dino am Schwanz oder was? Okay, krass, Alter. Du willst Beef, dann kriegst du Beef. Aber du kriegst richtig Beef, wenn ich... Was für der Stego jetzt hier? So, übrigens, strategisch... strategisch ist grad nicht! Stopp! Mein Iguano ist tot! Was bist du? No! Meine Fresse! Und ich frag mich auch noch, woher kommt die Kampfmusik? Was hast du gemacht? Ah, der hat ein Kento gezähmt. Boah, Alter, wie der rumbackt, Alter, bitte! Oh Gott! Oh Gott, ist das kommst ekelhaft. Du weg? Ja, natürlich, ich hab ihn gekillt. Wo bist oh du? Mein Gott, oh Gott! Oh Gott! Bitte, lieber Gott, hab Erbarm! Oh, hey, wie bin ich denn hier? Gott! What the fuck? LOL! Ja. Okay, ich habe einen Weg gefunden, wie wir auf die andere Insel kommen, ohne schwimmen zu müssen. Ist ja übel cool, aber mein Reittier ist wieder tot. Meine Fresse, ich habe auch keinen. Und komm. Das wäre super easy zu verteidigen. Ist ja übel cool. Und es kommt ein T-Rex drauf. Ja, es klingt erstmal gut. Aber unser Plan war jetzt nicht, die Base umzusetzen. Achso, ja, du warst gerade bei Strategie, als ich dich unterbrochen habe, weil mein Lieber gestorben ist. Ich habe ein bisschen lange Pause zum Schalten, Leute, es tut mir leid, aber es ist halt, weißt du, es ist die erste Aufnahme, ich denke mir, ja, gut, der ist down. Oh, nee, der ist doch nicht aufgewacht, der liegt ja hier. Warum ist da Kampfmusik? Oh, sein großer Bruder kommt. Und dann war halt fucking düster. Also wir haben uns quasi gegenseitig besprochen, beredet, labert. Bekehrt. Und... Alles. Ja, also, ja, mehr oder weniger. Wir haben leider nicht die Zeit und die geistige Aufmerksamkeit gehabt, dem anderen jetzt unsere Argumente so schlüssig darzulegen. Innerhalb der Folge wohlgemerkt. Innerhalb der Folge, so, weil wir uns ja auf andere Dinge auch noch konzentrieren. Weil sonst würden wir einfach umrennen, so wie ich es gerade tue. Ohne Sinn und Verstand. Und wir haben tatsächlich jetzt die Standpunkte des anderen erkannt, eingesehen und als richtig befunden. Das sind nämlich beide Taktiken richtig. Erstens mal Base behalten und zweitens mal rausgehen und Dinos zähmen. Und das werden wir jetzt auch tun. Ja, das ist der Plan. Deswegen war es voll geil, dass wir gerade beide ein Reittier hatten. Das ist jetzt nicht mehr so. Wenn du unterwegs was findest, was du zähmen kannst, auf dem ich vernünftig reiten kann, wäre ich dir übrigens sehr dankbar. Ne? Ja. Mein Problem ist jetzt, dass ich... Will eigentlich den Rex legen. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Kannst du auch gerne machen. Also du bist jetzt keine Rücksicht. Ich glaube, mehr. Der könnte halt echt sterben dadurch. Ja, glaube ich auch, aber können wir den nicht... Also wenn der was frisst, dann kriegt er doch auch Leben wieder, oder? Ist das bei den Viechern nicht so? Das weiß ich nicht mehr, das ist das Problem. Oh fuck, wo bin ich denn hier überhaupt? Ach so, übrigens, großes Problem. Wenn ich ein Fundament aus Stein von Eis ohne Waffel angreife, ne? Ja. Kriegt der Damage-Zahlen? Nee. Also wenn er in der Nähe befindet, ja. Und wie weiß ich das am besten? Wir sollen ja nochmal gucken, ob wir den Rex gezähmt haben. Ja, das wäre auch super. Und Eis hat er dir überall Fundamente gespawnt und deswegen spawne ich keine Dinos. Jo! Das heißt, deswegen müssen wir. Der Rex lebt. Nice, cool. Null! Okay, aber deswegen müssen wir die ganzen Fundamente von Eis bei Gelegenheit kaputt machen. Fällt mir nur gerade schwer, weil ich nicht weiß, wie. Womit macht man die am besten kaputt? Du bist ja mal beim Bären. Mit dem Dino. Ja, eben. Also ich habe da gerade mit der Axt draufgehauen. Das war null Damage. Mit okay, Speer war null Schaden. Ich guck mal gerade, wo der Rex hier sich rumtreibt. Okay. Südosten, äußerster Zipfel der Insel. Okay. Ich muss jetzt leider einmal zur Base und wieder Narko-Mitte machen, damit ich was zähmen kann. Ja, ist natürlich jetzt super scheiße, weil ich mein Reiter sofort verloren habe, Leute. Da tut mir auch wirklich leid.
Also vor allem für mich selber, weil ihr wisst gar nicht, wie abgefuckt es ist, hier die ganze Zeit ohne Reittier rumzulaufen. Das hast du mir auch noch erzählt. Du warst nicht wirklich angespannt, weil irgendwie die Strategiedifferenzen da waren. Alter, weil ich nicht. Halt, du kommst ja nirgendwo hin! Das ist, als wäre ich auf einmal. Weißt du hast die ganze Zeit einen Ferrari und dann darfst du auf einmal in eine Kutsche. So, dann denkst du ja auch nicht, boah, ist ja geil, mal wieder eine Kutsche zu haben. Dann denkst du ja, Alter, gib mir mal einen Ferrari. Genau, oh, das ist mal hier mein Problem. 41er T-Rex. Oh Gott. Bei dir geht die richtig ab. Sehr viele, ja. Bei mir nicht. Sehr viele Lütekatzen auch. Ja, die kriegst du ja nicht, ne? Ja. Ja, ja, sackt natürlich jetzt hier Breitseite, Nordseite, überall sackt's einfach richtig hart rein. Ich hoffe, ich habe ein paar Narkobären. Ich habe halt nicht mehr vernünftig Narkobären. Ne? Das ist halt. Okay, also ein T-Rex lebt noch. Hier hätten wir noch einen zweiten und da hinten wäre noch der dritte angeschlagene. Soll ich dem T-Rex jetzt hier helfen, den Bronto zu legen? Schafft er das? Ich weiß es nicht. Müsst du mal gucken. Wasser trinken? 39. Ja, das geht. Das klappt. Er hat kaum Schaden bekommen. Ja. Und wir machen jetzt alle unsere Dinos immer nur auf Leben, okay? Ja, ja. Das ist auch mein Plan. Also die Lektion, ne, die habe ich jetzt brutal lernen. Nicht ausgelernt. Dass das nicht worth war. So, er hat ihn. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dahin bin ich stolz auf dich. Jetzt geht der Papa. So, ich mache mir jetzt erstmal ein paar Betäubungsfeile. Dann nochmal ein bisschen Narko so mit. Gehört? Fünf. Okay. Nicht die Schildkröte angreifen. Ach, er macht's natürlich, macht das. Brüht er denn mehrere damit? Ansonsten ist es ja auch nicht so wild. Also ja, wahrscheinlich schon. Das Problem ist, dass die so sautanky sind, dann dauert es ewig. Ich muss jetzt halt hier warten, bis der es fertig gemacht hat. Ja, das ist natürlich ein bisschen kacke, das stimmt. Wobei, ich könnte es währenddessen. Oh, da ist der andere, glaube ich, oder? Kannst du nicht währenddessen tame? Warte. Ah, du kriegst das schon hin. Da ist der 58er, großer. Yo. Also, ich habe hier zwei Tracks. Okay, willst du mir nochmal sagen, wo du bist? Ich habe jetzt schon angefangen, den einen zu tamen hier. Na gut, dann kriegst du das schon. Ne? Ich muss jetzt mal wieder Scheiße entladen. Das ist jetzt wichtiger denn je, weil, wie ihr wisst, habe ich halt. Ist die Kacke bei mir halt lustig am Dampfen. Und ich habe halt überhaupt keinen Platz in meinem Inventar für die ganze Kacke. Sachen nehmen wir mit. Pack. Oh, das ist voll, ja. Lauf, Bärchen. Bärbel. Renn. Wovon musst du weglaufen? T-Rex? Das ist ein Grund. Ja? Da würde ich auch laufen an der Stelle. So. Okay, das wird jetzt langsam ein bisschen merkwürdig, was du da machst, aber. Ja, ist nicht so leicht. Ah, das ist halt schon wieder stockdüster hier, ne? Doch, doch. Ich meine, das ist ja die Map, wo es nachts nicht so dunkel ist. Ja. Da denke ich mir halt immer, wie dunkel wird es denn sonst? Richtig dunkel, also es ist halt ekelhaft dunkel dann. Oh. Hey! Nein, lauf! Lauf! Alter, ich habe immer Angst, dass Leute hinter diesen Stein sind, der bei unserer Base ist. Ich hab halt auch die ganze Zeit Angst, dass ich irgendwo von der Seite jetzt gleich geärmst werde. So, ja Leute, ne, ihr seht's, ich laufe jetzt hier wieder genüsslich irgendwo hin, um was zu zähmen, auf dem ich reiten kann. Ich bin südöstlich der Insel. Also am Strand bin ich. Du bist südöstlich unserer Insel? Ja. Okay, oh, er hat sich wieder was anderes gekrallt, geil. Aber ich muss sagen, ohne. Komm her, du fettes Bumsevieh. Ohne ein Reittier dahin zu kommen, ist halt fast Selbstmord. Ne? Ja. Also da würde ich jetzt gerade mal eher von absehen wollen, zu dir zu kommen. Ja, das gibt's doch nicht. Warum musst du jetzt mal dich hinlegen? Du bist schon ganz müde. Das Schöne ist ja, dass wir dieses Hin- und Herschneiden machen, muss ich auch nochmal sagen. Das kommt ja sehr gut in den Kommentaren an und gerade in solchen Momenten. Okay, er rennt weg. Okay, das ist sehr schön. Gerade in solchen Momenten, ja. Ja, es ist halt supi, ne? Ja! Welcher T-Rex ist es? Der 41er. Der andere ist noch zu kaputt, aber in der Nähe. Das ist ein Problem. Okay, hab ich Filet? Nein, hab ich nicht. Scheiße, ich brauch Filet. Beängstigend, das Ganze. Ja, vor allem mit dem T-Rex, der hier in der Nähe ist, ist das äußerst beängstigend. Verdorbenes Fleisch, was ist denn hier gestorben? Will. Kommst du vorne so gib mir Prime Meat, please. Schieß ich hier Prime Meat raus? Nein. Was ist, wenn der T-Rex zu dem anderen T-Rex kommt?
Weiß ich nicht, du hast mir mal gesagt, dass die Artgenossen nicht fressen, ne? Doch, glaube ich schon. Ja, das ist natürlich jetzt ärgerlich, ne? Also, ich habe dir das nicht gesagt, weil ich du weiß das nämlich gar nicht. Das war bei den Bären mal die Diskussion. Okay. Hunger habe ich auch, ja. Ja, habe ich auch. Rippeln mal eben was rein. Ja. Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht verlaufe. Ich glaube, ich muss da normales Fleisch reinschmeißen. Ja, im Zweifelsfall auch das. Auch wenn es ein bisschen ineffizient ist. Ja, das ist Hauptsache, wir kriegen das Ding erstmal. Ja. Ich hätte halt übel gern was ich reiten kann. Das klingt jetzt ein bisschen anders als gewollt, aber... Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, da ist der zweite T-Rex und der ist jetzt gefährlich nah. Ja, dann musst du den halt töten, im Zweifelsfall, ne? Ja. Ich versuche den jetzt zu zähmen, also ich schieße mit dem Pfeilen drauf. Ja, mach. Aber ich hoffe, dass... Denk dran, keine Darts gegen T-Rex, ne? Was? Ja, ja. Achso, wobei, wenn er low ist, wird es sich sogar lohnen. Ja. Dreh dich, Bärchen. Ja, was hätte, um ihn noch umzubauen, hätte er bestimmt wahrscheinlich auch überlebt. Aber... Na, ehrlich, Leute. Richtig. Ich hab halt so Angst, wenn ich hier einen treffe, bin ich halt lette einfach tot. Also ich kann dann halt nichts machen ohne Reittier. Hä, wieso rennt der jetzt weg? Das ist übrigens, habe ich gelernt, auch Kalles Problem. Was? Man versucht ja aus den anderen Teams immer möglichst viele Infos zu kriegen. Er hat die ganze Zeit kein Reittier. Ja, das einzige Reittier, was die haben, ist der Kano. Oh shit, ich habe gar nicht genug Pfeile. Oh ja, das ist gut. Soll ich mal gucken, ob ich es zu dir schaffe? Mhm. Mit Pfeilen, bitte. Ich habe Pfeile dabei, aber ich habe halt einen ganz weiten Weg und kein Reittier. Oh, ein Pronto. Ein Pronto. Pronto sind die, ne? Jetzt habe ich keine Munition mehr. Bitte sag mir, dass Pronto gut sind. Ja, ich habe nichts mehr. Ich kann ihn nicht zähmen. Scheiße. Was mache ich jetzt? Lass ihn laufen. Ja, aber der ist in der Nähe halt von unserem gelegten T-Rex und ich möchte ungern... Oh Mann, das ist, als mein Bär einmal gehauen hat und ihr wart alle tot und jetzt seid ihr so nervig. Zumindest wenn hier ein Raptor ist halt auf dem Weg zu dir, dann bin ich ein bisschen fucked. Okay, ich versuche hier ein bisschen wegzulocken. Ich lauf jetzt einmal um die Insel rum zu dir. Ja. Also den Strand entlang. Okay. Ich glaube, das eine kluge Idee ist, wenn ich ehrlich Südosten, bin. Ne? Ja, ich bin jetzt quasi leider halt nördlich an der Insel. Ich bin 30, 65. Vielleicht sollte ich... Ich glaube, ich laufe jetzt am Strand entlang, was soll's. Hier am Strand sind viele Promptos. Vielleicht schlagen wir da auch mal zu. Gelten ja jetzt recht tanky, die Dinge. Boah, ich muss sagen, zack. Mach mal bitte ordentlich Pfeile in der Basis, das wäre cool. Ich bin nicht in der Basis. Achso, du kommst ja jetzt zu mir, okay. Ja, okay, ich bin. Aber. Guarded. Ein bisschen was habe ich. Ah, guarded. Also ich komme mit 40 Narkopfeilen. Das ist gut. Aus welcher Richtung? Aus nördlicher Richtung. Okay, dann also renne ich Strand jetzt wieder am T-Rex vorbei. Sollte jetzt eigentlich gleich aus der Aggro-Range kommen. Dann hole ich das ab und leg den dann. Ja, das wäre supi. Wie gesagt, wenn du unterwegs was siehst, ich brauche dringend ein Reittier. Mhm. Ich habe Kompi-Geräusche, das ist auch immer... Aus nördlicher Richtung kommst du am Strand entlang? Ja, ne? Ja, ich laufe den Strand entlang. Immer möglichst weit Richtung Dschungel wie geht quasi. Aber immer, so. Ich sehe immer den Strand quasi, aber ich laufe halt an den Steinen entlang, damit ich nicht gefickt werde. Ich sehe. Leute, das sah gerade genau... Ein Baum sah hier 1:1 aus wie bei Darwin Project. Wenn man die gefällt hat. Das war gerade irgendwie... Ah, da bist du. Gib mir mal schnell die Pfeile hier an den Bär. Jo, bin dabei. Okay, danke. Das sind 20. Ja, ich wollte auch noch mehr? Ein paar behalten, falls ich ein Reittier habe. Ja. Ist ja erstmal egal, weil ein 58er Rex. Ja, ist da halt vorne schon mal, ist ein Vieh, ne? Was du bitte noch killen müsstest auf deinem Weg. Nee. Doch, weil mich fuckt das ab. Da ist kein Tier. Da ist ein das Tier. Das hier, der Oviraptor, der macht doch nichts. Alter. Puh, geh hier weg. Ist ein Triceratops. Ja, die Katze. Hä, wieso sind hier Taschen? Eigentümer Rex, Level 93. Oh. Ich glaube hier... Der hat mein Wasserglas geklaut. Der Hurensohn, hättest du dich töten können? Level 107? Hä? Hier ist ein 107er und 93er Rex gestorben? Ich glaube, Eis und Kalle haben hier gefightet. Uff. Scheinbar.
Oh, du kleiner Wichs-Dilo. Ja, ja. Ich auf die Schnauze. Mein Wasserglas ist übrigens weg. Ja, schade. Ja. Lass dir halt sowas nicht klauen, ne? Ja, mein Kumpel mit dem Bär meinte, dass er da nichts machen muss. Das war ein Oviraptor. Egal, war direkt davor. Aha. Brust zu verdursten. So. Ja, hab ja auch kein Wasserglas mehr. Du passt hier da kurz mal auf den auf und ich hol mir den anderen, ja? Ja, oder du holst mir einfach mal ein Reitdino und ich bin wieder ein Mensch. Ach Gott, Reitdino. Hör auf zu nerven, ey. So, wie geht's dir denn, T-Rex? Alles klar bei dir? Sieht so aus, als wäre alles klar, ne? Du bist ein bisschen gestresst. So, da ist das Rexy. Rexy! Mumumumumumu! So, mein lieber Freund, der T-Rex, wir machen eine Farm. Und 30, wenn ich da einen T-Rex hab, dann fick ich. Wie viel hast du noch? 10 und ich gebe keinen ab. Aber wenn der Rex jetzt gleich. Ja, ja, dann kommst du rum und dann gebe ich dir die 10. Na komm her, du dickes. Eigentlich könnte man sogar mit den Bären einfach stehen bleiben und den tanken. Die machen kaum Schaden. Ein Parasauer soll ich nicht. Ist nicht ein gutes Reittier, oder? Nee. Ist es denn ein Reittier? Ich meine, du könntest eine Wildkatze machen. Die sind ganz okay. Ja, die sind jetzt, sag ich mal, zu Fuß zu tame. Bisschen anstrengend. Schwierig, ja. Bin ich ehrlich. Kann man so sagen. Ich komme hier gerade mit dem Rex um die Ecke, ne? Ja, soll ich mal mit drauf schießen? Ja, kannst du mal machen, ne? Ja, aber ich bin nicht so weit weg von Rex. Agroisieren. Ja, ich meine, ich habe das Ding schon mal mit Pfeil und Bogen getamed. Das wird ja jetzt wohl nicht so eine Herausforderung werden. Andererseits. Ah, ich weiß nicht, bin ich vom Rex weg hier? Könnte unangenehm enden. Hallo. Hier bin ich, du fettes Scheißding. Hä, wieso habe ich keinen Hitmarker bekommen? Ja, manchmal ist es doch. Ich glaube, er läuft weg. Dann läuft er doch in meine Richtung, oder? Kannst du den bitte weg vom Wasser ziehen? Ja, du musst ins Wasser rein, ne? Der geht trotzdem ins Wasser. Ah, der läuft halt doof weg, ne? Ja. Dann versuch mal gerade mich zu schießen. Warte. Der muss doch jetzt mal hinfallen. Digga! Jawohl! Nice, sehr gut. Wir müssen hier wegen den T-Rex nochmal gucken, weil das Fleisch, was hier drin ist, das ist bald verdorben. Ja, das verdirbt immer nur eins pro Stück. Also das oberste Stück verdirbt und dann kommt ein frisches nach. Ja gut, dann ist ja fein. Okay, nice, sehr gut. Good job, Mann. Das hast du schön gemacht. Und jetzt gib mir mal einen Pfeil wieder. 11 Pfeile übrig. Ja, geil, dann gib die mal her. Nö. Doch, weil ich brauch... Falls ich ein Reittier für dich finde. Ja gut, von mir aus. Das sagen wir, das Geld. Touché. Okay, also ich meine, beim T-Rex zu bleiben, ist halt jetzt auch ein bisschen Zeitverschwendung, ne? Nein. Schon doch sehr. Ich möchte nicht, dass uns wieder... Also du hast schon 2 Kentos verloren. Verlier uns bitte nicht den Rex. Es wäre deutlich cooler, wenn wir quasi einfach die Holzbarrikaden dabei hätten, ne? Auch nicht. Also... Doch. Das wäre schon. Es geht halt auch darum, dass du mir sagst, wenn da Gegners kommen, dass ich da vielleicht reagieren kann. Ja, was ist denn das da? Wenn Gegners kommen, bin ich weg. Okay. So. Alter, der Scheiß. Baryonyx. Können wir wäre interessant, ob man den reiten kann. Oder gut reiten kann. So, ich meine, wir können es ja testen. Ich meine, wir haben ja ein paar Dino-Slots. Das ist generell ein Ding. Durch die 2 Kills von Alex haben wir 2 extra Dino-Slots, was phänomenal geil ist. Ja. Wir haben halt nur noch nicht so viele Dinos, ne? Aber daran arbeiten wir. Es wird schon wieder dunkel? Nee, hell. Ah, okay, das sah nur gerade ganz merkwürdig bei mir aus. Okay. Weil der T-Rex so viel Schatten bietet scheinbar. So. Jetzt isst doch mal, du fettes Stück Scheiße. Ja, Filetstücke. Boah, der hat jetzt schon 3.500 HP. Geil. Was hast du hier, mein dicker Schirm? Oh, 2.200. Ja, ganz nett. Aber der hat eine ganz schwere Atmung. Also ich glaube, der hat Asthma. So. Der war ja ganz schön lustig auch. Ja, doch, fand ich schön. Aber wenn du die ganze Zeit nichts machst, dann werden die Witze passen sich halt an, ne? Ja. La, 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 ich geh mal wieder ins Wasser trinken, obwohl ich es nicht muss. Damit es so aussieht, als würde ich etwas tun. Schalala. Schalalu. Ein Stück Fleisch kann ich auch noch essen. Ne? Müsste mal kacken. Ah, toll. Ne? Da gehe ich zum Wasser trinken und dann ist das Ding. Ja, moin. Das ist halt.
Da, ne? Das Meme ist real. Hast du kein Glück? Kommt auch noch Pech dazu. Das ist halt. Ja. So. Ich sehe dich da hinten immer langjagen. Gibt's hier nichts, was reitbar ist? Ich bin halt echt am Gucken. Ja, ich finde nichts. Guck mehr. Mann. So. Was bist denn du für ein Teil? Eine Ente? Die ja. Läuft wie Dodo? Ja, heilig. Let's go. Was? Kannst du mal ins Stammeslogbuch gucken, ob wir ein Kentrum mittlerweile haben oder nicht? Ja. Auf da L kannst du das machen. Auf L. Also den T-Rex, den 25er, 26er haben wir gezähmt. Iguanodon, zerstörte Leiter aus Holz. Nö. Ja, schade, ne? So. Komm, legen wir da nochmal ein bisschen Fleisch nach, ne? Und achso, der Spino. Leute, wir haben nochmal drüber nachgedacht, was mit dem Spino los war. Da waren so viele Piranhas in dem Abschnitt, dass ich tatsächlich nicht den Bären verlieren wollte, während ich darüber schwimme. Und es besteht auch beim Spino eine 50-50 Chance, dass er unter Wasser nicht atmet. Weil der hat ja keine Kiebe. Okay, so, und deswegen also, war mir das Risiko zu hoch, den dann fertig zu zählen. Ein Parasaurus, meinst du, ist richtig kacke als Reittier oder nur nicht richtig gut als Reittier? Weil richtig kacke. Richtig kacke. Das ist der erste Dino, den du dir zähmst normalerweise. Weil er so leicht ist zu zähmen. Na gut, ne? Klingt jetzt für mich doch nicht schlimm. Ja gut, also... ne? Ja, ich glaube, ich gönne mir den mal. Ja? Ja, mach das. Ein Reittier ist besser als kein Reittier. Ich finde ja sonst nichts hier. Ach nee, der bist du, der Läufer unter dem. Ja, ja. Ach. Das ist so ein richtiger Gammel-Dino. Ja, Ultra, der liegt ja auch sofort tief. Ja, komm hier. Aber dann tame ich dich mal nebenbei. So. Danach haben wir wieder was zum Reiten, ist ja auch schön. Macht der ein Viertel oder einen halben Slot voll? Nicht mal, weil es kein Primate ist, nur 13 oder sowas. Was? Ich meinte Dino-Slot. Ach so. Ach, boah, kein Pi, Mann. Mhm. Hier ist dieses andere Fliegevieh. Der Piedragon, Level 20, der kommt den T-Rex danach. Muss ich den killen? Du hast den Namen falsch ausgesprochen, dass ich nicht egal, weiß, was es Antwort. Ist. Mach doch einfach. Nee. Pteran. Pteradon. Pterandon, ja. Peranodon. Ja. Ist der Fleischfresser oder nicht? Nein. Ja, Fleischfresser, aber lieb. Lieb. Okay. Na gut, dann stehe ich einfach neben dem, ne? Ja. Aber der, also ich, keine Ahnung, der ist ja echt die Wache vom T-Rex. Der läuft ja auf und ab neben den und ich denke mir die ganze Zeit, nein, aus. Er fühlt sich ganz berufen. So, der T-Rex ist jetzt bei 50%. Okay. Das ist schon mal schön. Was hast du eigentlich mit unserem kleinen T-Rex gemacht, den wir gezähmt haben? Der steht noch irgendwo. Ja, hättest du ja auch mitnehmen können, ne? Ja, weißt du, da war gerade Action und ich musste da weg. Ja, ist ja okay. Du nach irgendwas gerufen hast, ich weiß nicht mehr, wie es war. Hast du genug Materialien da, um mir einen Sattel für den... Nein. ...Ding da zu machen? Sicher? Hast du kein Leder? Doch, hast doch, Sachen doch, gekillt, doch, ne? doch, doch, doch. Wie viele brauchst du? Weiß ich nicht, ich habe das nicht gelernt. Wie heißt das Ding? Lern doch einfach. Ja, ja. Ich muss gucken, so wie der Dino heißt und dann Sattel. Ja, ja, ich weiß. Ich muss ja nur mal gucken, wie das Ding heißt. Parasaurus. Parasaurus. Oh, Level 9, Alter. Also wenn ich den nicht geschenkt bekomme, dann weiß ich auch nicht. Oh, ja, guter Tag. Er ist schon fertig. Ja. Flixi Dixie 2. Ich brauche 80 Leder. Ja, easy, hab ich locker. Wärst du so nett? Ich komme zum Rex, zum Zweiten. Ja, das ist supi. Warte mal, zum Zweiten? Ich dachte, du bist die ganze Zeit beim Zweiten. Ja, meinte ich doch. Okay. Ich bin jetzt hier beim Para, ich leg so den Para. Optimal. Jetzt muss ich gerade noch Holz hacken. Tschüss. Ja, bis zum nächsten Mal, ne? Ist immer wieder schön, dich zu sehen. Ja, ja. So, Para.
Weißt du, ne? Da kommst du von 140er Bären zu ein paarer Schlapdus. Das ist halt... Ich meine, Level 29, du siehst halt schon aus als... Du siehst aus wie dieses Ding aus Star Wars, Alter. Es ist ja... es ist nichts Wahres und nichts Halbes. Ach hier, mit den Flappy-Ohren, ne? Ja, mit den Flappy-Ohren. Den jeder hasst. Och, das geht, ne? Lieben oder hassen, ist das so. Nee, aber die Fangemeinde als Ganzes. Ach so. Ein bisschen lockig, weil ich blick bei den T-Rex ein bisschen okay, Holz, der hier ne? ist bei 25% jetzt. Vielleicht ist er ja doch ein kleiner Nager im Herzen. Huh. Ja. Okay, dann haben wir drei Rexe. Ich muss nur den einen wiederfinden. Ja, das wäre supi. Hm? Tod ist aber er ja schon. Aber das machen wir mal Mittwoch, würde ich sagen. Ja. Wie du magst, ne? Ich meine, die Folge jetzt, die geht auch nur noch 5 Minuten. Aber ich würde sagen, eigentlich recht erfolgreich. Natürlich sehr ärgerlich, dass mein schnelles Reittier sofort wieder tot war. Und dass der Kento... Weißt du, du lässt ja auch immer die Dinger sterben, so. Ja. Das ist eine alte Angewohnheit. So, was ist denn mit dem hier? Ist der langsam soweit? So, Salz in die Wunde. Star Wars Logbuch, wie finde ich mich da zurecht? Ich muss sagen, ich verstehe da jetzt nicht. Rechte Seite ist so ein Lock. Ah, quasi. Da. Und ganz unten ist das Neueste. Johnny zähmte einen Parasaurus. Okay. Okay. Okay, wir müssen halt dringend diese Stein-Foundation für unser Base auch kaputt machen. Das wäre vielleicht was für die Dienstagfolge. Was meinst du? Foundation. Ach so, die Bären-Zähmstation. Nee, die meine ich nicht, sondern die Eis da hier überall hingebaut hat. Die Foundations. So, ja, aber die Bärenstationen verhindern auch Spawns von Dinos, ne? Nee, es sind ja keine Foundations, ne? Doch. Ja, gut, ja aber zumindest die von Eis sollten wir da trotzdem wegschaffen. Ja. So. Aber da machst du halt nicht viel dran, ne? Da kannst du beide drauf einkloppen auf Stein von jemand anders. Ja, wir können ja eine Granate reinwerfen und das ist halt schon eine starke Ressourcenverschwendung. Da bin ich. Yep. Also ich würde eher sagen, dass wir das durchziehen, was wir gerade besprochen hatten. Ja, aber ich meine, das liegt ja auf dem Weg. Wir können ja mal. Ja, ist ja die Frage, wie lange wir dafür brauchen. Ich habe ja davon keine Ahnung. So. Ja, aber unser Plan ist, ne, um den Wochenplan mal aufzustellen, wir machen quasi einen Wandertag. So ist der Plan. Das heißt, wir wurden jetzt ein bisschen aufgehalten, weil wir zufällig ein paar T-Rexe gezähmt haben. Aber wir lassen unsere Base einfach mal Base sein. Dann packen wir zwei Reitdino ein bisschen was rein, was wir brauchen. Und dann gehen wir auf die Spinojagd. Und dafür wollen wir östlich alle Inseln abgrasen, weil da befinden sich ein paar Spino-Spots und wollen da dann möglichst gut zuschlagen, weil Spinos sind der neue Shit. Seit dem letzten Update sind die nochmal deutlich stärker geworden. Also das letzte Update ist jetzt auch schon ein bisschen her. Aber das ist genau der Plan und dann im besten Fall haben wir auch schon eins bei Spinos am Ende der Woche. Und dann kommen wir wieder mit unseren 3 T-Rex und 2 Spinos und das wäre relativ witzig. Das einzige Problem ist halt... 3 T-Rex, 2 Spinos? Ja, wenn wir 2 Spinos haben. 3 T-Rexe und 4 Spinos, oder? Ja, von mir aus auch 4 Spinos. Ne? Ich bin Fan davon, mehr zu haben. Aber ich wollte erstmal ein realistisches Ziel angeben. Also Leute, wird eine spannende Woche. Und morgen geht's dann auch schon bei Kavalier Pirat sofort weiter. Und die Folge hier geht halt noch ein paar Minütchen. Ne? Deswegen zerstört ihr einfach die Zuschauerbindung, indem du jetzt schon abmoderierst. Ja, ist gar kein Problem. Ich weiß ja, meine Community, die hält da ja durch. Ja, ist ja hart im Leben. Ah, der T-Rex ist jetzt bei 75%. Was? Echt? Was? Ja, da gut rein. Der hier ist bei 32. Plus 20 Level kriegt er noch. Sollte eigentlich recht. Was hast du Effektivität? 99%. Also 98. Echt jetzt? Ja. Oh. Okay. Aber das geht halt viel langsamer, als es ging mit Primeat so. Naja. Das war halt echt. Ich bin auch ein bisschen rumgeritten. Ich habe jetzt hier auch kein Primeat so gesehen. Und krass fand ich jetzt, dass ich habe ja eine blaue Armbrust hier im Inventar. Ich weiß nicht mehr, ob ich die aus Kalle rausgezogen habe oder was. Nee, die hast du aus dem Drop. Ich ja? Ja, 100 Pro, okay. Weil da hattest du noch drüber geredet. Naja, auf jeden Fall. Was haben sie denn hier? Die haben den Baryonyx einfach niedergemetzelt. Der steht hier im Wasser und guckt doof. Loi. Also die Leiche. Nein, vielleicht ist der Primitor. Ihr dreckigen Kackviecher, geh weg. Mann. Scheiß Piranhas, ey. Und? Was der Primitor? Nee. Ah, toll. Der Bär ist ganz schön langsam im Wasser. Hey, nichts gegen Barbara. Hey, ich am allerwenigsten, hör mal. An dieser Stelle nochmal. Gib mir meine Mutter wieder einen Einlauf. Ich vermisse Gustav jeden Tag.
Ich vermisse den Gustav den Tag. Nee, Den ganzen Tag. Oh, da ist der Adler. Ja, komm mal her. Komm zu Papa. Komm, wirklich hin. Piep, piep, piep. Piep, piep, piep. Ja, ja. Woher, du Kackgeier, ey. Jeder isst ja, was er kann. Es sei denn, es ist Primeape, dann isst er lieber das, ne? So. Vielleicht ist hier... Oh, hier ist auch noch ein Adler. Das ist so geil, wenn so ein Adler auf dich zufliegt und du ihm direkt in die Schnauze gibst und er einfach nur auf dem Boden, der vor dir entlang schmiert. Ja, das stimmt, da gebe ich dir recht. Das ist schön. Vielleicht kann ich auch. Kann ich nicht. Ja, Leute, morgen geht's weiter bei Alex, ne? Wird eine interessante Woche. Wir haben jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen was gezählt. Wir müssen mal gucken, ob wir dann die quasi mitnehmen zum Wochenausflug oder in der Base lassen und dann im schlimmsten Fall die wieder verlieren oder sie irgendwo geheim parken. Das ist erst, was ihr am Dienstag morgen quasi bei Alex erfahren werdet. Bleibt uns treu und Montag, Mittwoch, Freitag bei mir auf dem Zweitkanal. Tschüss und bis bald.